Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Guten Tag. Yo, Corona Edition Nummer 7 hier beim Kinocast mit der Heimsneak The Hunt, der uns ja von der Filmfirma vollmundig angepriesen wurde. Und ich hatte euch ja mal das weitergeleitet, die E-Mail, damit ihr das mal seht, wie man das so angepriesen bekommt. Und den gab es ja jetzt ab 14. Mai zum Ausleihen auf diversen Plattformen. Der lief sogar in manchen Autokinos, habe ich gesehen gehabt, und hat mir welche geschrieben auf Twitter. Und wir haben den halt auch mal jeweils zu Hause gesichtet. Ist eine Blumhouse-Produktion. Und am Anfang des Films sehen wir irgendwie so eine Situation in einem Flugzeug, wo ja irgendwie so reiche Leute fliegen mit Kaviar und mit Shampoos, und auf einmal kommt irgendjemand von hinten raus und quasi von dem normalen Sitzbereich der normalen Passagiere, und irgendwie eskaliert dann die Situation relativ schnell, und es gibt dann auch einen Toten und so, und man weiß schon, okay, worum soll es da jetzt gehen in diesem Film. Dann gibt es einen Cut und wir sehen erstmal so eine Frau auf so einer Lichtung, hat ein bisschen erinnert an dieses, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Maze Runner. Bisschen erinnert an Maze Runner, wo die auch auf dieser Lichtung aufwachen und erstmal so checken müssen, wo sie hier gelandet sind und alles. So ungefähr ist die auch. Die haben ja noch so ein, wie heißt das, Gag? Nee, ein Ball ist ja nicht, ist ja kein Gagball, aber so ein Knebel. Knebel. Ja, Knebel, der hinten am Kopf festgemacht ist, im Mund. So ein Beißknebel, wie bei so einem Pferd irgendwie. Ja. Und ja. Oder aus dem SM-Studio. Ja, da kenne ich mich nicht so aus. ja, jedenfalls. Ich weiß, deswegen sage ich es. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es genau so angefangen hat. Irgendwie gab es ja dann diese Kiste, wo dann irgendwie Waffen drin erschienen sind, und sie sind auch unter Beschuss genommen worden und haben versucht, von dieser Lichtung zu fliehen. Und die eine junge Dame, die hat dann auch zufällig noch Schlüssel entdeckt, wo sie den Gagball da entfernen konnte. Und wir sehen dann relativ schnell, dass da auch schon einige Leute erwischt bei dem Versuch, von dieser Lichtung irgendwie runterzukommen. Und sie werden da unter Beschuss genommen, und wir hören auch so ein bisschen die Personen, die das dann so kommentieren, die da offensichtlich dann auf die Jagd gehen. Und es lässt sich anfangs an wie so ein, ja, wie so Running Man, irgendwie so in der Art, oder Battle Royale, irgendwie einer wird überleben, so in der Art. Bringt aber dann noch ein bisschen Pep noch mit rein, fand ich, weil der ein paar gesellschaftskritische Töne mit anschlägt, und dann ist auch so, die versuchen dann halt zu fliehen und schaffen es dann auch irgendwie so ein bisschen so halb und kommen dann zum Beispiel auch in so eine Tankstelle, da ist dann auch die Frage, hängt da jetzt jemand noch mit drin oder nicht, oder ist das alles nur vorgespielt, ist das wie so Truman Show, oder ja, vielleicht wollen wir gar nicht zu viel in die Story reingehen. Die eigentliche Story ist ja mit dem Titel des Films schon genannt, nämlich The Hunt. Also da geht es wirklich darum, die einen werden gejagt, die anderen jagen die. Und darum geht es eigentlich in diesem Film. Kennt ihr eigentlich Battle Royale, diese zwei japanischen, ich glaube zwei? Ja, Teile, klar. So, ja. Ich nicht. Ja, klar. Mit der Schulklasse. Ja, klar. Nun, was Aber wollen wir sagen? Also, wenn ich mir so die Bewertungen von uns angucke, fandst du den gut? Nimm doch nicht alles vorweg. Ich fand die ganz furchtbar. Ich fand den wirklich ganz, ganz schlimm. Was mich am meisten gestört hat, war, ich fand ja den Trailer schon ein bisschen verwirrend, weil zwei bekannte Gesichter gezeigt werden, bekannte Schauspieler, und dann aber von denen quasi schon im Trailer weggegangen wird. Im Film wird jetzt erklärt, warum. Und das finde ich eigentlich eine fiese Masche, weil du nimmst zwei Schauspieler, die bekannt sind, nimmst sie mit rein, nur damit du ihre Namen nennen kannst auf dem Plakat oder mit ihnen werben kannst. Und das finde ich ein bisschen Käse, ja. Und ansonsten, also, sorry, da waren Szenen dabei, da habe ich mir einfach nur an den Kopf gelangt, ja. Gerade was diese Knebel angeht, diese eine Szene, wo ich mir gedacht habe, alter Verwalter, dann das in dieser
Bärenfalle, diesem großen Loch da, diese Riesenfalle, wo ich auch gedacht habe, willst du mich eigentlich verkackeiern? Ah, das war lustig, da habe ich gefeiert. Ich fand den von Anfang an einfach nur Banane. Komm, ich zieh dich da raus. So, ja, komm, los. Ja, und dann läuft sie weiter. Das ist unfassbar. Ah, ich habe gefeiert bei ihm. Man darf den nicht so ernst nehmen, das ist so. Nein, aber er nimmt sich ernst, und das ist das Problem. Nee, wenn er sich ein bisschen weniger ernst nehmen würde. Ey, man nehme. Also wir sehen ja dann, dass das dann alle so Verschwörungstheoretiker sind. Jeder hat so irgendwie einen an der Waffe und da wurden alle irgendwie mal zusammengebracht, so richtig stellvertretend für die aktuelle Zeit. Wirklich, wo du denkst, ey, die ganzen Aluhutträger, die da rumrennen und für Recht demonstrieren, krank zu werden und sowas und zu sterben. Also und da werden solche Leute, solche Affen da genommen, die irgendwelche Podcasts machen hier, irgendwelche Verschwörungspodcasts und sonst was und werden da in diese Situation gesteckt, ne, und herrlich. Ich fand, da hat es voll die Richtigen getroffen, weil man konnte dann auch, da war ja nur die eine Person, wo man nicht wusste, was hat die jetzt da für ein Verschwörungsding. Ne? Die anderen offenbaren sich ja relativ schnell. Und da war es halt einfach so, dass ich mich einfach über jeden kaputt gelacht habe, den es da erwischt hat, weil ich da null Beziehung zu denen hatte, null mitgefühlt habe mit den Spinnern. Ja, konntest du auch nicht haben. Also. Naja. Also, ja. Abgesehen davon, dass die Story halt einfach echt geklaut ist und da wirklich gemacht wird dieses, ja, lass uns hier sowas Gesellschaftskritisches probieren und hat bei mir überhaupt gar nicht gezündet. Also das war die Dialoge aus der Hölle teilweise mal wieder, teilweise extrem schlecht geschauspielert. Also Es war wirklich, nach 10 Minuten hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich muss diesen Film abbrechen, weil ich echt keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich es echt so unsäglich fand. Ich fand es dann auch nicht, dass irgendwie eine Stimmung geschaffen wurde, dass es ins Witzige geht und da irgendwie ins, oh ja, hier, guck mal, haha, wie das alles laufen kann, sondern es war einfach nur so zum Teil völlig überzogen, versucht dann auch völlig überzogen darzustellen, das Ganze. Und das aber trotzdem immer noch mit so einer Prämisse, man nimmt sich eigentlich relativ ernst als Film. Und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also für mich hat das überhaupt nicht zusammengepasst, weil einfach nur Katastrophe. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe den Film von vornherein nicht so ernst genommen, glaube ich. Weil ich gucke ja auch viel so Trash-Zeug und so. Und da habe ich, wo ich am Anfang das gesehen habe, so, okay, ja, also wo das losging und mit der Bärenfalle da in dieser da habe ich ja, okay, der Film ist offensichtlich kein Hochglanzprodukt, der ist einfach Trash und den darf man jetzt nicht ernst nehmen. Und ja, wo man dann auch die Jäger dann mal so ein bisschen kennengelernt hat, dass die auch so alle ein bisschen einen an der Waffel haben und so, ich konnte den Film von vorne bis hinten nicht ernst nehmen und das hat mir persönlich dazu geführt, dass ich den Film sehr, sehr cool fand und sehr lustig irgendwie, wie es gemacht war alles. Und auch so. Hat bei mir nicht gezündet. Diese Zitate, ehrlich. Da war ja dann selbst so eine Art, so eine Kill Bill-Szene dann noch mit drin, ne? Und ich will die mal nicht spoilern, ne? Aber ja, fand ich echt lustig. Auch gerade, dass sie jetzt nicht so die allerbekanntesten für diese eigentliche Main-Story genommen haben, fand ich eigentlich auch ganz gut. Weil wenn du da gewusst hättest, hier. Okay, eigentlich, man hätte es machen können, man hätte irgendjemand total Bekanntes nehmen können und den gleich am Anfang über den Jordan gehen lassen, dann wäre die Überraschung vielleicht auch ganz groß gewesen. Aber so war es halt so, die waren alle total unbekannt, also jeder konnte mehr oder weniger sterben. Ja, aber im Endeffekt haben sie das gemacht. Die haben eine sehr bekannte Schauspielerin genommen und dann hops, pops. Die war? Emma Roberts. Ach so, ja. Und der Typ, mit dem sie sich da direkt anfreundet, der ist auch sehr bekannt. Ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber den kennt man zum Beispiel aus dieser Erfolgsserie This Is Us. Die ich nicht gesehen habe. Also die zwei Gesichter werden ganz klar, also gerade im US-TV oder im US-Kino, sehr angesehen. Okay. Deswegen. Im Endeffekt haben sie das, was du gerade vorgeschlagen hast, ja auch gemacht. Ja, dann hat es vielleicht dadurch, dass ich die nicht so kannte oder erkannt habe, hat es dazu geführt, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Aber ich fand es schon cool. Ich mag auch diese Battle Royale. Ich habe da sogar, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gekauft habe, den japanischen, den ersten Battle Royale Film.
suche gerade, wo der bei mir. Ach, hier steht er ja. Weil ich habe den irgendwie auf VHS gehabt damals und dann gab es den endlich mal Uncut und dann nochmal gekauft auf VHS und DVD und hast du nicht gesehen. Und jetzt habe ich hier so eine rote Blu-ray, ungekürzt und unzensiert, Extended Cut und Kinofassung auf einer Blu-ray. Kannst du hin und her schalten. Genau. Ei, ei, ei. So die erste Fassung, wo ich sage, wirklich, ja, yeah, das ist alles drin. Ja, das war auch ziemlich dämlich da mit diesen Schülern, die da dann feststellen, sie müssen sich gegenseitig da. Ja, deswegen, ich mochte die Hand, echt jetzt. Und auch so die wirklich die gnadenlose Brutalität, die da drin war, der Splatter und so, mochte ich sehr, wie es gemacht war und so. Und ja, auch nein. Diese Kompromisslosigkeit von den, diese Kompromisslosigkeit, so, hey, ich könnte dich jetzt leben lassen, aber hey, scheiß drauf, bam. Ja, super. Nee, also meins war es absolut gar nicht und ja. Meins war es auch nicht so. Ja, na, jetzt also, nicht traurig, dass der Film durch ist schon. Von mir 7,5 von 10. Ich hatte da echt Spaß. Und von euch? Ich gebe ihm 4. Ich gebe ihm 3, weil ich es einfach durch die Fehler bei der schauspielerischen Leistung teilweise und dieses. Und das war einfach so offensichtlich und so peinlich auch. Nee. Geht gar nicht. Gut, die Kinos machen ja immer noch nicht auf. Das heißt, wir werden nächste Woche nochmal eine Heimsneak machen. Welcher Film wird das dann? Die nächste Heimsneak wird sein... Oh Gott, jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Wie hieß es? Die Turteltauben. Die Turteltauben, genau, so hieß es. Englischer Originaltitel. Das war ab 22. Mai auf Netflix. The Lovebirds. Englischer Originaltitel. Ja, da ist er auch jetzt im Dokument. Ne? Ja, ich habe ihn mal eingetragen. Macht er sonst keiner. Ja, vielen Dank. Den habe ich gerade auch noch gesucht. Ich so viel. Die Turteltauben. Ja, sind wir mal gespannt. Mal wieder ein bisschen was vielleicht Seichteres. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Bestimmt nicht so viel Splatter, schätze ich mal. Wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. So, sonstiges im Heimkino. Aber die ja? Ja. Heimkino. Du wolltest noch was sagen? Ich wollte nur sagen, dass die in dem Film die Turteltauben, der eine ist aus Silicon Valley und die andere ist eine von diesen Testgamerinnen bei dieser Apple Plus Serie, die ihr so feiert. Ach hier, Mythic Quest, Raven's Banquet. Mythic Quest. Also diese mit diesen langen schwarzen Zöpfen. Mhm. Die Game-Testerin. Ah, okay. Das ist die Hauptdarstellerin in dem Film. Also sind beide eigentlich ziemlich cool bisher. Gucken wir mal, was der Film kann. Ja, lassen wir uns da mal überraschen. Und jetzt schauen wir mal ins weitere Heimkino, den Film, den ich eigentlich letzte Woche schon mit drinstehen hatte, den jetzt irgendwie so gefühlt fast jeder schon geschaut hat in meinem Umfeld auch, weil der auf Netflix sehr prominent beworben wird, nämlich Tyler Rake, Doppelpunkt Extraction. sieht so aus, als sollte da eine, ja, irgendwie so eine Art Filmserie erstellt werden. Hauptrolle spielt Thor, Chris Hemsworth. Und die anderen kannte ich alle nicht so. Und ja, ist ein für Netflix produzierter Film. Chris Hemsworth spielt so einen Söldner, der sich so schwierigen Themen annimmt. Irgendwie so ehemalige Elite-Einheit oder sowas. Und nimmt sich dann so schweren Themen an. Zum Beispiel wird er gerade in diesem Film, den wir jetzt gerade sehen, wird er gerade angeheuert, um einen Jungen zu befreien, der entführt worden ist. Und der wird da von Unterwelt, Waffenhändlern und sonst was, ist da irgendwie in die Schusslinie geraten, also wird irgendwie von einem Unterweltboss entführt, der Sohn, und da von dem anderen Unterweltboss, und weil sie eben da keine Polizei großartig einschalten können oder da nicht zutrauen, dass das was wird, wird eben Tyler Rake engagiert, der eigentlich so ein bisschen... ja, mit seinem Leben schon fast abgeschlossen hat nach seiner letzten Mission, und deswegen nimmt er diese nahezu unmögliche Mission an, weil er sagt, okay, scheiß drauf, jetzt egal was da passiert, und wenn es klappt, dann habe ich da noch ein bisschen was. Und ja, er fightet sich dann durch, oh, was ist das überhaupt, Indien, Pakistan, weiß gar nicht, irgendwo so die Dreh, oder so eine, ich glaube, so ein fiktives Land ist das dann, aber das spielt so gefühlt da in der Ecke Indien, Pakistan so. Ja, und ja. Auf jeden Fall so dieser riesen Moloch. Und er bekommt dann auch noch ein bisschen Hilfe von anderen noch mit, auch unerwartete Hilfe. Und
Ja, ist ein Action-Kracher ohne Ende. Also das ist, weiß nicht, wie man das so mehr anders beschreiben soll. Also richtig wahnsinnig viel Story hat es eigentlich nicht. Es geht einfach wirklich nur darum, Chris Hemsworth soll da jemanden irgendwie rausholen und muss sich dadurch Horden von Gegnern durchkämpfen ohne Ende mit diversen Tricks. Aber er ist auch nicht so der Übermensch, der alles, der riesige Gegnerhorden einfach so im Griff hat. Also er steckt auch ganz schön ein und so, ne? Mhm. Du hast es ja auch gesehen. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Und also ich muss sagen, ich habe zweimal angefangen, aber beim ersten Mal bin ich eingeschlafen. Was? Bei dem? Das war aber, ich war einfach nur müde, das lag einfach daran. Und dann habe ich beim zweiten Mal habe ich ihn angeguckt. Aber ich muss echt sagen, also die Story ist auf dem Bierdeckel erzählt. Es ist einfach nur ein actiongeladener Kracherfilm. Ich fand ihn besser als diesen letzten Netflix-Film, diesen Six Underground, den wir gesehen haben. Also fand ich den Tyler Rake schon besser. Ich fand es auch irgendwie ganz nett, dass sie versucht haben, so ein bisschen dem Tyler so eine Hintergrundgeschichte zu erzählen. Also wie es dazu kommt, dass er so drauf ist. Und ich fand ihn erstaunlich gut, aber ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen. Weil ja, das ist halt ziemlich viel Schieße, Geknaller, Weggerenne, auf die Fresse und ja. Das war's halt. Mehr ist das nicht. Das stimmt, mehr ist es nicht. Ist halt ein astreiner Actionfilm. Ich meine, so vom Produktionsniveau her fand ich den auch sehr, sehr gut für so eine Netflix-Produktion. Ja. Der Film ist übrigens in Indien, Thailand und Bangladesch findet er statt. Und Netflix wollte damit irgendwie auch so ein bisschen in diesen Markt auch rein, sich da etablieren, mussten aber leider ihre geplante Promotour durch Asien wegen Corona absagen. Ja, mal gucken. Naja. Aber jetzt haben sie vielleicht noch mehr die Möglichkeit, den Film zu Hause zu gucken. Dann haben sie vielleicht noch mehr Zuschauer. Aber ansonsten, ja, ein durchschnittlicher Actionfilm fand ich 6,5 von mir. Ich bin bei 6. Kann man so nebenher laufen lassen. Ja, war auf jeden Fall besser als dieser Six Underground mit den Autos da, dieser seltsame definitiv. Film. Der war ja auch so irgendwie so ein bisschen Action-Kracher unterwegs. Nee, kann man angucken. Okay, dann haben wir eine kleine News für Netflix. Und zwar, Netflix macht einen Eurovisionsfilm. Also wer gestern zufällig auch auf ProSieben diesen Free ESC geschaut hat, wird ja den Werbeblock mehrfach gesehen haben, der eigentlich geschickt gemacht war. Also im ersten Werbeblock war irgendwie nur eine ganz kurze Sequenz drin, wo man dachte, oh, was ist das, Netflix? Und dann kam nur ganz kurz irgend so ein Schrei. Und dann bis hin zu einem richtigen Trailer, einen richtigen langen Trailer. Und ich dachte erst, habe ich da gerade richtig erkannt? Das ist Will Ferrell. Und tatsächlich, habe ich gerade mal nachgeschaut, das ist Will Ferrell, der in einer Produktion von dem Studio, was auch zum Beispiel die Anchorman-Filme produziert hat, eine Satire / Parodie über den Eurovision Song Contest macht von irgendeinem, ich nehme mal an, einen Isländer, der dort antritt oder sowas. Und ja, das sah vom Trailer her sehr lustig aus. Vielleicht gibt es ihn ja irgendwo zum Gucken jetzt mittlerweile auf YouTube bestimmt. Der heißt... ich finde sie jetzt schon gut. Ja. Kommt aber erst am 26. Juni. Mal gucken, ob bis dahin die Sneak noch ausgesetzt ist oder ob wir schon bald mal wieder in die Sneak gehen können. Ansonsten können wir den ja mal als Heimsneak machen. Fassen wir mal ins Auge, ja. Ja. Okay, dann sind wir schon bei den Musiktipps für diese Woche. Music. Seid ihr, wir wollen noch über Rick and Morty reden. Aber das nein. Nein. So. Wollt ihr anfangen? Ja. Ich feiere, dass wir endlich doppelte Bands oder so Interpreten nehmen dürfen. Denn ich kann jetzt endlich Kraftklub dein Lied empfehlen. Okay. Ich find's toll. Ich habe aus meinem einer oder ja eigentlich der Lieblingsfilm schlechthin, der damals auch in der Sneak lief, einen Song mitgebracht, diesmal aus dem Film Napoleon Dynamite von Jamiroquai, Can't Heat. Oh.
Und ich habe ja gestern Abend in den ESC-Pausen immer mal rübergeschaltet. Da gab es wieder den Livestream von Stuttgart, von so einer Stuttgart Schwarz. Und da kam auch eine Band aus Tamm, von denen ich auch mehrere CDs hier stehen habe. Die heißen Seelennacht. Und da kommt der Song After the Rain. Ist ein bisschen geklaut von Moby Slipping Away, aber ich finde es ganz gut. So, Rätselecke haben wir ja hier wieder. Rätselecke. Chris ist dran, oder? Ich bin dran, ja. Jetzt dran. Jetzt du, steht ganz groß drin. Genau. Ich habe einen Film mitgebracht. Ich weiß gar nicht, soll ich sagen, aus welchem Jahr er kommt, oder wollt ihr das erraten? Das bleibt dir überlassen, dem Rätselmeister. Okay, ich sag mal so viel. Er dauert 2 Stunden und 27 Minuten. Wow. Ist also jetzt nicht unbedingt ein... Falsch. Pulp Fiction. Nein. Ist also jetzt nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Und ich würde mal... ich würde mal einfach ein paar Schauspieler nennen. Vielleicht hilft euch das schon. Leg mal los. Ich hätte da James Keen, Scott Glenn, Jerry Zismer, Dennis Hopper, oh, okay, Albert Hall, Sam Buttons, Frederick Forrest. Jetzt kommen wir mal zu den vielleicht dann noch, die euch vielleicht mehr sagen können. Ist das ein Abenteuerfilm? Nein. Also mit Abenteuerfilm meine ich sowas wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dennis zum Beispiel. Nein. Nein, okay. Nein. Ist der aus den 90ern? Nein. Neuer? Nein. Älterer? Easy Rider? Nein. Ben Hur? Nein. Nee, Scott Kahn. Was? Scott Kahn oder Scott Glenn? Scott. Was? Scott Kahn oder Scott Glenn? Scott Glenn, okay. Okay. Ich mach mal noch weiter. Lawrence Fishburne. Harrison Ford. Warte mal, mach mal langsam. Ford. Also nicht aus den 90ern, aus den 80ern sind wir jetzt. Gell? Wir sind in den 80ern. Nein. Aus den 70ern. 2000er. Wir sind in den 70ern. 2000er. Ja. 70er. Land of the Dead? Nein. Da hat er doch auch mitgespielt. Nein. Das muss ja eine der ersten Rollen von Lawrence Fishburne gewesen sein. Und Dennis Hopper war da schon nach. Das war schon nach Easy Rider. Okay, ich habe hier noch Robert Duval? Ach, ich weiß es. Ich möchte lösen. Apokalypse Now. Ja, genau. Ach, gute Güte. Ja. Aus dem Jahr 1979. Es wären jetzt noch gekommen Martin Sheen und Marlon Brando. Okay, dann ist es. Nee, ich habe ehrlich gesagt hier bei Lawrence Fishburne schon. Da war ich schon. Ja, aber das Problem, der spielt bei so viel mit. Ja, aber damals in 70ern muss er ja ganz, ganz jung gewesen sein. Und da habe ich gerade überlegt, boah, ich habe den irgendwo ganz jung schon gesehen. Ich habe überlegt, was war das? Und ja, cool. Bin ich als nächstes Mal dran. Da gibt's was über Galaxy Quest. Das habe ich nämlich schon. Na, also, du bist schon vorbereitet. Ja, ich hatte ja mal so ein Backup-Rätsel hier. Na gut, cool. Mensch, Apokalypse Now. Auch lange nicht gesehen. Da lief ja die Redux-Fassung irgendwie letztens mal im Kino. Ja, das glaube ich nicht. So, die Kate versteht man jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist langsam Zeit zum Aufhören. Oh. Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Dann, liebe Hörer, wenn ihr das hier gehört habt und vielleicht Kommentare abgeben möchtet, geht auf kinocast.net, lasst uns ein paar nette Zeilen da, teilt diesen Beitrag, sagt allen, dass es den Kinocast noch gibt. Wir nehmen auf, trotz Kinosperre hier. Und ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Gerne. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis bald im Kinocast.